Ja, hallo. Im Kurs Laplace-Transformation hatten wir bereits den ersten Verschiebesatz kennengelernt. Ich habe euch diesen Satz hier nochmal hingeschrieben. Ja, diesen ersten Verschiebesatz kann man auch auf eine andere Weise schreiben, nämlich auf diese Weise hier. Und dann kann ich diesen Satz auch für die inverse Laplace-Transformation verwenden. Also in der ursprünglichen Schreibweise benutze ich ihn für die Laplace-Transformation. In der neuen Schreibweise benutze ich den Satz für die inverse Laplace-Transformation. Wobei ich in einem Extra-Video beweisen werde, dass diese Schreibweise und diese Schreibweise den gleichen Satz wiedergeben. Also das hier und das hier ist beides der erste Verschiebesatz, bloß einmal so geschrieben, dass ich ihn für die Laplace-Transformation verwenden kann und einmal so geschrieben, dass ich ihn für die inverse Laplace-Transformation benutzen kann. Ja, und was sagt mir jetzt hier dieser neue Satz oder besser gesagt die neue Schreibweise? Die neue Schreibweise sagt, wenn mir die inverse Laplace-Transformation einer Funktion f von s bekannt ist, dann kenne ich auch die inverse Laplace-Transformation einer um a-Einheiten verschobenen Funktion. Na, ich habe ja hier eine Funktion f von s, hier habe ich die Funktion f von s plus a, da ist zum Argument also ein a hinzugekommen, eine konstante a. Und mathematisch heißt das, dass die Funktion um a-Einheiten verschoben wurde. Also nicht verschobene Funktion, verschobene Funktion. Ja, und wenn ich die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion kenne, dann kenne ich auch die inverse Laplace-Transformation der verschobenen Funktion. Und zwar lautet die, also der Satz muss ja noch das Bildungsgesetz für diese inverse Laplace-Transformation der verschobenen Funktion angeben. Dieses Bildungsgesetz lautet, ich nehme einfach f von t. Was ist f von t? Brauche ich nur nachgucken. Das ist die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion. Und multipliziere das Ganze mit e hoch minus a mal t, wobei ich dieses a hier entnehmen kann. Das ist einfach nur die Konstante, mit der verschoben wurde. Ne? Wenn hier eine 3 steht, steht hier e hoch minus 3 mal t zum Beispiel. Ja, wenn ich einen Satz gefunden habe oder bewiesen habe, dann versuche ich den meistens noch verständlicher und noch kürzer auszudrücken. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe diesen Satz hier, den wir gerade betrachtet haben, hier nochmal verkürzt und in Rot eingerahmt. Ja, wie bin ich auf diesen neuen Satz gekommen? Da habe ich hier einfach die linke Seite übernommen, die habe ich abgeschrieben, die bleibt also gleich. Und die rechte Seite bleibt auch fast gleich. Da habe ich bloß Folgendes gemacht. Dieses große f von t hier, das steht ja hier nochmal. Ja, und das ist gleich l hoch minus 1 von f von s. Also habe ich diesen Ausdruck hier, l hoch minus 1 von f von s, hier eingesetzt, ja, und erhalte dann diesen Ausdruck hier auf der rechten Seite. Die linke Seite, haben wir ja gesagt, bleibt sowieso gleich. Und auf der rechten Seite ersetze ich nur groß f von t durch diesen Ausdruck hier. Ja, mehr habe ich da nicht gemacht. So, und jetzt habe ich eine ziemlich verständliche Version. Ja, die sagt nämlich, wenn ich die inverse Laplace-Transformation einer verschobenen Funktion suche, dann nehme ich einfach die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion und multipliziere das Ganze mit e hoch minus a mal t. Ja, also ich suche die inverse Laplace-Transformation einer verschobenen Funktion. Das ist ja hier die verschobene Funktion. Und das mache ich folgendermaßen. Ich nehme einfach die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion, dieser hier, ja, und multipliziere das Ganze mit e hoch minus a mal t. Wobei, wie gesagt, dieses a hier ist der Verschiebungsfaktor oder die Verschiebungskonstante, besser gesagt. Ja, ich habe den Satz hier nochmal hingeschrieben und zwar in der verständlichen Form. Und mit Hilfe dieses Satzes wollen wir jetzt diese Aufgabe hier lösen. Wir suchen also die inverse Laplace-Transformation dieser Funktion hier. Gut, der erste Schritt ist, ich gucke einfach nach, ob diese Funktion hier nicht in der Tabelle zu finden ist. In der Tabelle für inverse Laplace-Transformation. Dann brauche ich ja gar nicht rechnen. Das ist allerdings nicht der Fall und deshalb gucken wir uns die Funktion genauer an. Und da sehen wir, zum Argument wird etwas hinzuaddiert. Das ist also eine verschobene Funktion. Ja, und wenn man eine verschobene Funktion hat, dann bietet sich ja der Verschiebesatz an. Ja, sagt ja schon der Name, verschobene Funktion, Verschiebesatz benutzen.
Gut, dann benutzen wir mal den Verschiebesatz. Wir bilden also die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion. Ja, und wie heißt die? Die nicht verschobene Funktion? Da denke ich mir jetzt einfach die Verschiebung weg, also die Zahl 42, und da erhalte ich die Funktion 1 durch s hoch 4. Ja, und das Ganze muss ich noch multiplizieren mit e hoch minus a mal t. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion hier finden. Aber die finden wir ganz leicht, da brauchen wir nur in der Tabelle nachgucken. Und da finden wir folgenden Tabelleneintrag. Laplace hoch minus 1, also die inverse Laplace-Transformation der Funktion 1 durch s hoch n, ist gleich t hoch n minus 1 dividiert durch n minus 1 Fakultät. Das entnehme ich einfach nur der Tabelle. So, jetzt brauchen wir ja nur noch hier vergleichen. Meine 1, die habe ich hier auch. Ja, und s hoch 4 heißt hier im Tabelleneintrag s hoch n. Also dieses n ist anscheinend gleich 4. Ne? Brauche ich nur drauf gucken, sehe ich das. Also dieses n hier ist gleich 4. Und hier auch. Ne? Dieses n ist auch gleich 4. So, und jetzt kann ich die Lösung schon angeben. Also ich habe hier t hoch n minus 1, also 4 minus 1. Und 4 minus 1 sind gleich 3. Und im Nenner, was habe ich da? Da habe ich 4, n ist gleich 4, 4 minus 1, das sind wieder 3. Und da steht noch ein Fakultätzeichen, also 3 Fakultät. Ja, was ist 3 Fakultät? 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3, also gleich 6. Kann ich auch eine 6 hinschreiben. Gut, und dann kommt ja noch dahinter e hoch minus a mal t. Ja, was ist a? A haben wir gesagt, das ist die Verschiebung. Ja? Die ist 42, also kommt hier hin minus 42t als Exponent. Ja, und das ist hier auch schon die Lösung. Ja, die inverse Laplace-Transformation von dieser Funktion hier lautet t hoch 3 durch 6 mal e hoch minus 42t. Ja, machen wir zum Ende des Videos nochmal eine ganz kurze Wiederholung. Wir haben also den ersten Verschiebesatz kennengelernt, und zwar in der Schreibweise für die inverse Laplace-Transformation. Und der Satz sagt also, wenn ich die inverse Laplace-Transformation einer verschobenen Funktion suche, dann nehme ich einfach die inverse Laplace-Transformation der nicht verschobenen Funktion. Allerdings muss ich noch multiplizieren mit e hoch minus a mal t, wobei a die Verschiebung ist. Ja, weitere Beispiele folgen in den nächsten Videos. Ich verabschiede mich, auf Wiedersehen.